dem ganzen Trainerteam und den Möglichkeiten, die wir hier beim BVB haben, ist es sehr schnell gewachsen. Die Unterstützung der Fans ist super, die Unterstützung bei Borussia Dortmund ist großartig. Da stellt sich jeder irgendwie in den Dienst der Mannschaft und niemand nimmt sich wichtiger als das große Ganze. Wenn wir uns das ausmalen könnten, würde es genauso weiterlaufen wie jetzt. Vor 2 Jahren hat Borussia Dortmund eine Frauenmannschaft in der Kreisliga an den Start geschickt. Das Ziel ist ganz klar: Schritt für Schritt in Richtung Bundesliga. Wir sind wirklich in den 2 Jahren oder in dem Jahr, wo manche nur dabei waren, zu einer Einheit zusammengeschweißt und wirklich ein gutes Team, auch außerhalb des Platzes. Das macht die Mannschaft, glaube ich, aus. Am Ende des Tages darf man nicht vergessen, dass wir trotz allem dem noch eine junge Mannschaft sind, also jung im Sinne von, dass wir ja noch nicht so lange alle zusammen sind, dass wir uns auch erst persönlich kennenlernen mussten und insgesamt muss man sagen, ist die Stimmung, ja, die wird täglich besser eigentlich und das freut uns alle. Erfolgreich macht uns zu einem Großteil, dass wir alle an einem Strang ziehen. Dass vor allen Dingen auch die, die nicht regelmäßig spielen, beziehungsweise die vielleicht weniger Zeiten kriegen, halt voll da sind. Wir vergrößern uns ständig. Wir haben das Trainerteam, wir haben am Anfang den Kader aufgebaut, wir planen Trainingslager, wir arbeiten mit Sponsoren und Partnern zusammen und kein Tag ist irgendwie wie der andere. Die Fähigkeit, sich weiterzuentwickeln, das war von Anfang an gegeben und mit dem ganzen Trainerteam und den Möglichkeiten, die wir beim BVB haben, ist das sehr schnell gewachsen und ist auch immer noch nicht abgeschlossen. Von dem her ist es vielleicht etwas überraschend, dass es dann doch so schnell geht, dass sich so viele Dinge so schnell eingefunden haben. Aber so richtig überraschend ist es vielleicht doch nicht, wenn man weiß, ja, wie gut die Qualität einfach ist, die wir da haben. "24 Spiele, 24 Siege. Die Bilanz der BVB-Frauen in der vergangenen Bezirksliga-Saison ist beeindruckend. Neben der Meisterschaft sicherten sich die Schwarz-Gelben auch den Titel im Kreispokal. Ich muss ehrlich sagen, dass es nahezu perfekt gelaufen ist bis jetzt. Wir haben 2 Mannschaften und wir sind weiter im Aufbau. Wir gründen nächstes Jahr nur 17. Man kann mit der Entwicklung ganz zufrieden sein. Also ich glaube, die letzte Saison war sehr, sehr souverän. Da haben die Mädels direkt quasi alles gewonnen, was es da zu gewinnen gab. Darauf können wir aufbauen, wollen wir aufbauen und das natürlich im nächsten Jahr dann auch wieder beweisen, dann eine Liga höher. Wenn wir uns das ausmalen könnten, würde es genauso weiterlaufen wie jetzt. Und das wäre mit Sicherheit das Ziel für nächstes Jahr, dass wir natürlich die Meisterschaft gewinnen, dadurch aufsteigen. Das ist das Hauptziel. Und dann mit dem Kreispokal und dem Westfalenpokal haben wir noch 2 Turniere, wo wir auf jeden Fall so weit wie möglich kommen und im Idealfall auch gewinnen wollen. Das ist schon das Ziel. Der Dortmunder Weg aus der untersten Spielklasse bis hoch in die Bundesliga wird die BVB-Frauen immer wieder vor Herausforderungen stellen. Mit dem 2. Aufstieg in Folge ist der nächste Meilenstein erreicht. Nun sind es nur noch 4 Aufstiege bis zum großen Traum, die erste Frauen-Bundesliga.